Wer bin ich? Das ist die Reihe, in der wir sind. Wir haben darüber nachgedacht, dass wir ein Geschöpf Gottes sind, dass ich ein Kind Gottes werden kann, wenn ich mich bewusst entscheide, in eine Beziehung mit Gott zu treten. Wir sind Licht und Salz der Erde. Wir sind Menschen, die wirklich etwas bewirken können. Das ist heute das Thema Transformer. Ich habe lange gerungen mit mir, ich wollte erst nur Weltveränderer schreiben, aber dann habe ich doch mit diesem Wortspiel, weil die Kids, die bei Transformer fangen, die an wach zu werden, ja, habe ich das gewählt. Das sind dann diese sich wandelnden Autos und LKWs, die dann zu Kampfmaschinen werden. Das ist nicht unbedingt das Bild, was ich habe, was ein Christ ist, eine Kampfmaschine. Aber ich glaube schon, dass wir etwas tun können in dieser Welt, dass es eben nicht so ist, ach, ich bin doch nur so ein kleines Licht, ich kann doch gar nichts verändern, das stimmt einfach nicht. Jeder von uns hat ganz viele Möglichkeiten, Dinge auch zu verändern. Mach mal eine weitere Folie. Über viele Jahre dachten Christen, und manche denken es auch heute noch als Christ, bin ich nur für mich selbst da. Und man sagt es dem preußischen König nach, er hätte gesagt, also die Leute, die Christen, die glauben für sich und das ist ganz Privatsache. Aber wir merken schon, im Neuen Testament finden wir andere Sätze. Da steht dieser Satz da in der Apostelgeschichte, in der ersten Christengemeinschaft, das sind Leute, die ganze Welt in Aufruhr versetzen. Und nicht in Rebellion, sondern die bewegen etwas. Da werden Menschen heil, nach Geist, Seele und Leib, ganzheitlich. Da werden soziale Schranken und Trennendes überwunden, weil einfach dieser Glaube eine solche Kraft hat, dass auf einmal der Sklave neben dem Herrn sitzt, der römische Staatsbürger neben diesem Heiden da, den man abgewertet hat. Und die beide feiern Gottesdienst und haben gleiches Stimmrecht. Eine Revolution in der damaligen Zeit. Und bis heute hat unser Glaube diese Sprengkraft, Gesellschaften, Gemeinschaften positiv zu verändern, aber auch einen persönlich. Ich denke, dass wir als Christen in der Gefahr stehen, wirklich diesen Satz des alten Fritz für uns so als ein Ruhekissen zu verwenden. Wir glauben nämlich dann, wir kuscheln uns so schön in unserer Gemeindekultur ein und dann kommt der Bürgermeister und erweckt uns, indem er sagt, hey Leute, ich brauche euch. Christengemeinde ist auch Bürgergemeinde und das ist mir sehr wichtig. Das habe ich in Wittenberg gelernt von Martin Luther. Ja. Wolfgang Thierse, dieser Politiker und Christ, engagierter Christ, hat einen Satz gesagt. Ich glaube, da musst du jetzt die nächste Folie machen. Ja. Religion ist keine Privatsache, sondern sie drängt auch immer ins öffentliche Leben und in die Gestaltung des Lebens, sonst ist sie es nicht. Es gibt keinen bloßen geglaubten Glauben, sondern er will gelebt sein und hat damit immer auch eine politische Dimension. Man könnte denken, wir wollen uns an der Politik nicht schmutzig machen. Meine Großmutter hat einen Satz gesagt, jetzt muss der Bürgermeister mal weghören. Der hat gesagt, die Politik ist eine Hure, die legt sich mit jedem ins Bett, der zahlt. Das stimmt aber nicht. Das ist auch nur die missbrauchte Politik. Nein, ich denke, wir als Christen haben als verantwortliche Bürger in diesem Land ebenfalls Verantwortung. Und habt jetzt keine Angst, ich halte keine politische Rede, auch wenn das politisch ist, was wir tun. Und wir als Gemeinde haben uns eine Vision gegeben,
Oder sie ist uns von Gott geschenkt worden, aufgrund dessen, dass wir in einem Pluszentrum, einem Plusmarkt jetzt uns befinden, haben wir gesagt, wir möchten ein Plus sein für Schneeberg. Wir möchten, dass unsere Gemeinde eine Qualität hat, die in die Stadt hineinwirkt. Ich sehe drei Ebenen der Veränderung. Du kannst die nächste Folie machen. Ich sehe drei Ebenen, wo wir uns verändern. Wo Christsein sich verändern auswirkt. Es ist einmal die kleine Welt meiner Persönlichkeit. Auf der anderen Seite ist es auch die Welt unserer Beziehungen. Und das dritte ist die globale Dimension. In Römer 12, Vers 2 sagt Paulus den Christen, lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch dadurch umgestalten. Wir wirken als Christen, jeder Einzelne. Die Frage ist nur, ob wir positiv oder negativ wirken. Wir wirken in unserer Umwelt, in unseren Beziehungen. Wir wirken in unserem Land. Und eine kleine Kraft, wenn sie sich mit anderen kleinen Kräften verbündet, kann zu einer großen Wirkung werden. Und es hat immer, wenn wir im Neuen Testament lesen und in der Kirchengeschichte schauen, immer klein angefangen. Es waren kleine Dinge, die sich dann entwickelt haben und groß geworden sind. Was in mir ist, muss nach außen kommen. Und wenn ich den Heiligen Geist in mir habe, wenn ich Christ bin, wenn Jesus mein Leben bestimmt, darf auch die Art Jesu sichtbar werden in der Gesellschaft, in der ich lebe. Dann lebe ich mein Christsein nicht nur in meinem kleinen persönlichen Zirkel. Ja, mein Home is my castle, mein Zuhause ist meine Burg und da fühle ich mich sicher. Nein, dann wirke ich auch über diese Grenze hinaus. Wenn der Geist Gottes mich bestimmt, dann werden die Früchte des Geistes, Galater 5, Vers 22, aus meinem Leben herauswirken. Das ist eine ganz klare Selbstverständlichkeit. Das passiert dann einfach. Da muss ich mich nicht anstrengen, sondern das geschieht. Und du kannst eigentlich merken an dem, was aus deinem Leben rauskommt, an Frucht des Geistes, wie tief deine Beziehung zu Jesus ist. Also nicht dein Gottesdienstbesuch, schön, dass ihr alle da seid. Und ich freue mich über euch, die ihr noch im Livestream seid, wenn ihr auch mal wieder euch, wenn es geht, sehen lasst. Sondern es kommt einfach automatisch heraus, nicht nur im Gottesdienst und nicht nur, indem ich es vor mir hertrage als ein Bekenntnis, sondern es wird in meinem Leben sichtbar. Und auch im Älterwerden kannst du weise und mild werden. 2. Korinther 4, 16 steht, selbst wenn der äußere Mensch zerfällt oder aufgerieben wird, wird doch der Innere von Tag zu Tag erneuert. Ich bin ja auch ein Jahr älter geworden und momentan merke ich es in meinem Kreuze, dass ich doch ein gewisses Alter erreicht habe. Ja, man sollte nicht zu viel Sport treiben. Ja, und da ist es mir am Freitag in den Rücken gefahren. Ja, deswegen sitze ich heute. Ja, ich habe keinen Sitzen, ich sitze. Und mir geht es gut dabei. Auch als älterer Mensch muss ich nicht komisch werden, nicht schwierig werden, sondern ich kann aus meinem Glauben heraus eine innere Erneuerung erleben, selbst wenn das Gebälk langsam anfängt zu knirschen. Die Bibel versteht unser Leben als einen Reifungsprozess und sie spricht von Wachstum und Fruchtbringen. Es werden geistliche Stadien angezeigt. Ich bin Kind im Glauben, Mann im Glauben, Vater im Glauben. Also es gibt diese Unterschiede, die wir auch wirklich wahrnehmen können. Die Welt, in der ich lebe, diese kleine Welt, kann zu einer großen Welt werden, die ganz viel Wirkung hat. Ich war auf einer Tagung jetzt 5 Tage lang. Das ist der Pastorenkonvent unseres Gemeindebundes mit ganz vielen Pastorinnen und Pastoren zusammen. Und mir ist wieder deutlich geworden in einem Seminar, welch eine Bewegung Christentum haben kann, wenn Einzelne sich einbringen und Einzelne aufhören zu sagen, ich kann doch sowieso nichts tun.
wenn wir unsere Verantwortung wahrnehmen als Christen in dieser Gesellschaft und in dieser Welt. Da kann so viel passieren. Da werden ganze Strukturen verändert. Sklaverei wurde abgeschafft. Und teilweise haben wir sie trotzdem noch. Der zweite Bereich, wo Transformation geschieht, wo Veränderung geschieht, ist die Welt unserer Beziehungen. Da haben wir auf der einen Seite geheiligte Persönlichkeiten, die im Willen Gottes leben und deren Beziehungen intakt sind. Für mich ist das nicht eine heile Welt, sondern eine Welt, in der ich immer wieder gefordert bin, wo ich achten muss darauf, dass meine Beziehungen, auch meine Auseinandersetzungen gemäß dem Evangelium laufen. Da gibt es Meinungsunterschiede, Kämpfe, ringen darum. Und das will ich jetzt in einigen Bereichen, vier Bereichen einmal aufzeigen. Das sind auf der einen Seite unsere Ehen und Familien. Die kleine Welt unserer Persönlichkeit habe ich beschrieben. Wir gehen jetzt in die nächste Folie hinein, die Welt unserer Beziehungen. Habt ihr jetzt, ja? Es gibt ganz klar ein Gebot, nicht die Partnerschaft zu zerbrechen. Vater und Mutter zu ehren, im Alter sie nicht verhungern zu lassen. Das, was unser Rentensystem jetzt momentan übernommen hat, war früher Aufgabe der Familie. Wenn ich in Indien die Familie unseres Partnerpastors anschaue, so muss der Pastor Pravin in Mumbai, für seine Mutter sorgen. Da übernimmt das nicht die Gesellschaft, die kriegt keine Rente, sondern der Sohn muss für die Eltern Verantwortung tragen. Es gibt deshalb den Wunsch nach einer guten Beziehung zwischen den Generationen. Das letzte Wort des Ersten Testaments oder auch Alten Testaments, in Malachi 3, Vers 24, da steht, er wird das Herz der Väter den Söhnen zuwenden und das Herz der Söhne den Vätern. Er wird sie miteinander versöhnen. Das wird von Gott gesagt. Es ist also im Interesse Gottes, dass Versöhnung geschieht in den Familien und dass nicht der Familienkrieg die Oberhand gewinnt. In allen drei Beziehungen haben wir einen Auftrag. Das heißt, wenn ich als Christ in dieser Welt lebe, kann ich eigentlich nicht ständig ein Streithammel sein und ständig eine Spur von Konflikten hinter mir hinterherziehen, die ich ausgelöst habe. Sondern ich habe den Auftrag, dort versöhnend tätig zu sein. Unser soziales Umfeld ist ganz wichtig, in dem wir leben. Als Christ bin ich gerufen, ebenfalls ein Versöhner zu sein und den Versöhnungsauftrag Jesu in diese Welt hineinzutragen. Es ist unser Auftrag, Menschen zu versöhnen, dass sie miteinander leben können. Manchmal hilft da auch Entfernung. Manchmal hilft da auch Distanz. Es gibt eine heilsame Distanz. Ich kenne das aus meiner Familie. Da ist Eheberatung, Familienhilfe, Jugendarbeit, Arbeit mit Kindern, Integration von Behinderten und Schwachen, Suchtarbeit. Sozialarbeit ist ein genuiner Auftrag der Gemeinde Jesu. Es gehört zu unserer Genetik dazu. Und wir haben es gemerkt jetzt bei den Hilfsaktionen, was wir da an Mengen zusammengetragen haben. Ich habe gedacht, unser Jugendzentrum schafft das gar nicht und platzt aus allen Nähten. So viel wurde gespendet an Dingen, die wir mitnehmen konnten und mit nach in die Situation dort hineinbringen konnten. Euch nochmal ein herzliches Dankeschön, die alle was gebracht habt. Kisten, Sachen, wunderbare Lebensmittel. Und es ist gut angekommen. Und wir sind sehr dankbar dafür. Unsere Ehen und Familien sind betroffen, unser Wohnumfeld.
Ich denke, dass es wichtig ist, dass wir ganz klar verstehen, dass wir in einer Welt leben, wo Menschen in unserer Nachbarschaft sind, die unsere Hilfe brauchen. Es ist also gar nicht so, dass wir alles über das Sozialsystem abdecken können, sondern wir sind in Gemeinschaften, in Beziehungsfeldern, wo wir ganz klar das Evangelium hineintragen können, wo es uns wirklich möglich ist, dort zu arbeiten und ganz wichtig, dass wir dort Transformer sind, Veränderer, die hineinwirken. Unser Wohnumfeld, das sind die Nachbarschaftskonflikte, das sind die Nachbarschaftshilfen. Wir können so viel Gutes tun, wir können so gut hineinwirken, wir können so wirken, das ist wirklich Wahnsinn. Wir müssen uns natürlich fragen, wie sind unsere Beziehungen, die Ehe, die Familie, das Wohnumfeld, die Arbeitswelt, Betrieb, Schule und Geschäft. Wir haben auf der anderen Seite ebenfalls eine globale Verantwortung. Ich war auf einer Tagung, wo es darum ging, wie wir als Christen in dieser Zeit wirklich leben können, wie wir reagieren können auf die Veränderungen in unserer Umwelt. Und da leben wir nicht nur jeder für sich allein, sondern da sind wir wirklich eingebunden in eine Gemeinschaft. Wir leben in einer Zeit, wo Covid-19 uns ganz stark beeinflusst. Wir merken, dass das jetzt langsam ein bisschen besser wird, aber immer noch gibt es ganz viele Menschen, die darunter auch leiden. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende und es wird nicht die letzte Geschichte sein, die uns da bewegt. Die Frage ist, wie agieren wir als Christen? Wie schaffen wir es, unseren Glauben dort zu leben? Wie werde ich jemand, der in dieser Welt lebt und arbeitet? Wie schaffe ich es, wirklich in dieser Zeit Jesus zu leben, einer zu sein, der in den Beziehungen ist? Ja, wir haben die kleine Welt unserer Persönlichkeit. Wir haben die Welt unserer Familie. Und wir haben die Welt unserer Stadt, unserer Kommune, unseres Landkreises. Werden wir als Christen da erkennbar sein? Ich denke, dass wir ganz viele Veränderungen erleben werden, auch in der Zukunft. Dieser Krieg dort wird das System verändern und wir als Einzelne sind gefragt. Wer bin ich? Bin ich einer, der diese Welt mit verändert? Wer bin ich? Ihr alle kennt Martin Luther King. Mach mal. Martin Luther King, kennt ihr ja? Schon mal gehört? Ja. Martin Luther King ist ein ganz einfacher, kleiner Pastor gewesen, so wie ich in Schneeberg, in einer Kleinstadt, gar nichts Berühmtes. Und heute kennt ihn alle Welt. Warum kennt ihn alle Welt? Weil er an einem Tag einem seiner Gemeindemitglieder geholfen hat, nämlich einer Frau, die im Bus gesessen hat, sich auf die weißen Plätze, für weiße Plätze und nicht für die schwarzen, da war kein Platz mehr frei. Es war eine ganz alltägliche Situation, in der er hineingekommen ist und er hat einfach dort reagiert, als diese Frau ins Gefängnis nämlich kam, weil sie auf dem falschen Platz im Bus gesessen hat. Und damit ist losgebrochen der Kampf gegen Rassismus. Ganz klein hat es angefangen. Es kann sein, dass du von Gott in eine ganz kleine Geschichte gerufen wirst und auf einmal begreifst du, das Ding wird eine große Nummer. Stück um Stück. Vielleicht wird das, was wir jetzt mit der Ukraine-Hilfe machen, zu einer ganz großen Nummer. Vielleicht wissen wir das noch gar nicht.
Mein geliebter Bürgermeister, wir wissen noch nicht, was da alles auf uns zukommt. Wir können das noch gar nicht erfassen. Aber wir tun den nächsten Schritt. Und das bedeutet es, als Christ zu leben, dass ich immer wieder einen Schritt tue. Dass ich ganz bewusst lebe. Ich habe einen Auftrag als Christ, der dahin geht, dass ich wirklich einer werde, der hineinwirkt in diese Welt. Dass ich für Menschen da bin, die in Not sind. Es gibt so viele Krisen, es gibt so viele Probleme. Ja, wenn wir das hier uns mal anschauen. Ich habe also auf dieser Tagung diesen Mann kennengelernt, Professor Dr. Wolfgang Lucht, der gesagt hat, wir haben eine Verantwortung für unsere Welt. Das, was wir hier tun, was hier in dieser Stadt geschieht, hat Bedeutung für den Landkreis, für das Land. Wir leben als Christen nicht in einer von uns gelösten Welt, sondern wir sind mittendrin und wir haben Verantwortung. Wir haben Verantwortung für unser Wohnumfeld, für unser Arbeitsumfeld, für unser Leben in Freizeit. Und wir haben auch Schöpfungsverantwortung. Das erste Mal habe ich mich mit diesem Thema 1987 beschäftigt. Da gab es einen konziliaren Prozess in Dresden. Da ist mir das erste Mal bewusst geworden, wie groß die Krise ist, in der unsere Welt sich befindet. Und wenn man genau hinschaut, ist die Hauptkrise die Sünde. Die Sünde, dass wir Menschen meinen, wir könnten auf Kosten anderer leben. Habe jetzt keine Angst, ich werde jetzt nicht hier irgendeine politische Richtung einschlagen, obwohl das heftig politisch ist. Wir sind als Glaubende ganz anders als Christen angetreten. Wir sind angetreten in dem Wissen, dass Gott uns diese Schöpfung gegeben hat, dass er uns Verantwortung gegeben hat für unsere Mitmenschen. Das Christentum hat massiv gewirkt, dass die Sklaverei beendet wurde. Und irgendwie haben wir gedacht, nach der Wende, das wird alles irgendwie schon alleine. Und wir merken gar nicht, dass diese Welt in ihrer Schuldhaftigkeit, in ihrer Trennung von Gott, immer stärker einem Punkt entgegengeht, wo es nicht mehr zurückgeht. Und das nicht Gott gewollt, sondern Menschen gemacht. Dieser liebe Bruder, Professor Dr. Wolfgang Lucht vom Potsdamer Klimainstitut, ein engagierter Christ, hat einfach dazu mal was gesagt. Er hat uns auf unserer Konferenz mal ein bisschen unverblümt die Augen geöffnet. Er hat gesagt, wir haben Verantwortung. Ich weiß nicht, wer von euch im letzten Sommer so mal richtig über die Autobahn geprettert ist. Momentan macht man das ja nicht mehr, weil die Benzinpreise so teuer sind. Ja, man fährt ja dezent. Ja. Man merkt es am Portemonnaie. Uwe, hattest du mehr Fliegen auf der Scheibe als die Jahre zuvor? Wo bist denn du lang gefahren, sag mal? An der Melkanlage vorbei. Richtung Osten ist er gefahren, alles klar. Ja, wir merken, wenn wir unsere Scheiben anschauen, dass Insektensterben schon eine Realität ist. Und die Imker sagen uns das auch. Ich habe jetzt keine Angst, dass ich jetzt hier grüne Politik oder so vertrete. Darum geht es mir gar nicht. Sondern wir merken einfach, dass wir Verantwortung haben. Und dieser Bruder hat uns da kräftig drauf gestoßen und hat gesagt, es gibt einen Punkt, wenn wir den überschreiten. Also ich werde das nicht mehr erleben, aber meine Enkel werden das erleben. Wird unsere Welt in ein sehr kritisches Fahrwasser kommen. Wer bin ich? Ich bin einer, der in diese Welt hineinwirkt. Ich bin jemand, der wirklich für Weltveränderung steht. Und das fängt in meinem persönlichen Leben an. Wir haben eine Schöpfungsverantwortung.
Ich habe dieser Tage einen Bericht mir angeschaut von einem Gefängnis in Paraguay, Tacumbu, für 1500 Leute gebaut, 2100 Insassen sind dort drin. Ein grausamer Ort mit Mord und Totschlag, Drogenkriminalität. Und eine Mennonitengemeinde hat von Gottes aufs Herz gelegt bekommen, dort hineinzuwirken. Dort hineinzuwirken mit dem Evangelium. Und sie haben angefangen, dort Gottesdienste zu feiern. Und Gefangene sind Christen geworden. Und ihr Christwerden hat sie dazu geführt, dass sie einen Beruf gelernt haben. So haben wir sonst eine Rückfallquote in diesem Gefängnis von 75%. Wenn jemand dort zu dieser im Gefängnis befindlichen Kirchgemeinde gehört, dann ist die Rückfallquote bei denen, die dort dazugehören, 15%. Wir merken also, dass das Evangelium, der Glaube, eine verändernde Kraft hat. Er wirkt sich aus. Die Leute werden frei von Süchten. Sie bekommen Ausbildung und Jobs nach dem Aufenthalt, weil sie sich qualifiziert haben. Ein befreundeter Pastor hat ein Bild gemalt, das ich gerne euch jetzt mal zeigen möchte. Ich finde dieses Bild sehr gut. Jesaja 40, Vers 3, in der Wüste macht Gott Bahn. Es ist von meinem Freund und Kollegen Ralf Detlef Ossal, er ist Pastor in Erfurt. Und er beschreibt etwas, was unser Glaube bewirken kann. Was für eine Transformation möglich ist, wenn wir es Gott erlauben, in unserem Leben zu sein. In Matthäus 17, 24 sagt Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mein Nachfolger sein will, dann muss er sich selbst verleugnen. Er muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir folgen. Matthäus 17, es lohnt sich mal, diesen ganzen Abschnitt zu lesen. Hier sehen wir, wie also eine Wüste zu einem fruchtbaren Land wird, weil jemand bereit ist, als Christ seine Berufung zu leben. Einmal in seinem persönlichen Bereich, aber auch in der Welt seiner Beziehungen und auch in der globalen Dimension. Wenn ich also mir bewusst bin, als Christ bin ich nicht nur einer, der isoliert, so ein einzelner Heiliger, der auf dem Podest steht, sondern ich bin mitten unter anderen Menschen und ich kann ein stabilisierender, ein verändernder Faktor unter ihnen sein, dann erlebe ich, dass in der Nachfolge dessen ganz viel Positives passiert. Das Land fängt an zu grünen und zu blühen. Der zieht seine Furche. Ihr kennt das Wort. Wer die Hand an den Flug legt und schaut zurück, der ist nicht geschickt zum Reich Gottes. Jetzt, du hast schon das zweite genommen. Hier sehen wir, dass das ein ganz normaler Bauarbeiter ist. Ralf Detlef Osser hat einen Bauarbeiter gemalt. Die haben zur selben Zeit wie wir ein neues Gemeindezentrum damals in Dresden gebaut. Jetzt ist es ein Erfurt-Pastor. Das ist unser Auftrag. Wir tragen das Kreuz. Jesus sagt, wer sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt. Und da beginnt die Veränderung. Da beginnt die Transformation. Dass wir hineinfinden in unsere Berufung. Dass wir hineinfinden in das, was Gott mit uns tun will. Und da gibt es sehr unterschiedliche Bereiche. Guckt euch den Mann mal an. Ja. Wie sieht er aus? Wie ein Bauarbeiter? Straßenbauarbeiter? Und er trägt das Kreuz, die Berufung. Kreuztragen ist nicht gemeint, der nimmt Leid nur auf sich, das ist zu wenig. Sondern der, Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und da gehört dazu, dass ich bewusst mir auch deutlich mache, ich habe einen Auftrag. Ich kann in dieser Gesellschaft verändernd wirken. Das ist nicht alles sinnlos. Dieser Satz, ich mit meiner kleinen Kraft kann nichts machen. Der stimmt nicht. Jesus hat uns eine Möglichkeit gegeben, in unserer Welt verändern zu wirken.
Und es ist eben nicht so, wie der alte Fritz das gesagt hat, dass Christsein Privatsache ist, sondern deine Wirkung ist immens, wenn du dir dessen bewusst wirst. Und wenn du sagst, wer bin ich? Ich bin einer, der die Welt verändern kann. Ich komme nochmal zu Martin Luther King zurück. Ich liebe den Mann. Der war ein Pastor einer ganz kleinen Gemeinde, farbigen Gemeinde in den Südstaaten. Und er hat an einer Stelle in seinem Leben gesagt, hier schweige ich nicht, hier stehe ich auf. Dieser kleine Baptistenpastor. Und er hat seine Verantwortung wahrgenommen und hat damit eine Transformation in der Gesellschaft geschafft. Das ist möglich. Veränderung ist möglich. Ich glaube, dass wir da mutiger noch vorangehen sollen und nicht sagen sollen, das soll mal der Pastor, das soll mal die Gemeindeleitung machen, das soll mal dieser oder jener machen. Also die großen Leute, wir träumen ja mal von den großen Leuten. Meine Erfahrung ist, Gott macht kleine Leute ganz groß und macht sie zu großen Leuten. Wenn dir eine Stimme sagt, ich kann mit meiner kleinen Kraft ja gar nichts bewirken, dann höre auf den Heiligen Geist, der dir was ganz anderes sagt. Was sagt er? In wem ist er mächtig? Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das lasst uns leben. Gute Beziehungen zueinander. Der die Herzen der Väter zu den Söhnen führt. Gute Beziehungen in unserem Land zu unseren Regierenden, für die wir beten, auch für Sie, Bürgermeister. Da kommen Sie nicht raus aus der Nummer. Müssen Sie durch. Das ist aber gut so. Wer bin ich? Ich bin einer, der diese Welt mit verändern kann. Manchmal ist es nur ein kleiner Dienst. Denk bitte an Martin Luther King, der dazu führt, dass in der Spur meines Lebens ich eine massive Veränderung bis hinein in die Gesellschaft schaffe. Ich möchte euch Mut machen, dass ihr dem Heiligen Geist vertraut, dass er euch in eurer Situation, wenn ihr betet, die Augen öffnet für die kleinen Dinge, die zu tun sind. Was sagt Jesus von dem, der im Kleinen treu ist? Ich will ihn nur mehr setzen. Wir fangen in den sogenannten kleinen Dingen an. Und aus den kleinen Dingen wird Weltveränderung. Ziehen wir eine Spur des Fruchtbarwerdens nach uns und dürfen uns daran freuen. Ich wünsche euch in dieser kommenden Woche gute Erfahrungen, wenn ihr mit offenen Augen und wachem Geist, wachem Heiligen Geist durch eure Umwelt geht, dass ihr wirklich da hinschaut und merkt, ich kann etwas bewirken. Das sind Menschen, die Gott nicht kennen und du kennst ihn. Du hast eine persönliche Beziehung zu ihm. Du darfst darüber erzählen. Und wenn du das in einer ordentlichen Sprache machst, die der andere auch versteht, kommt das auch an. Und wenn du ehrlich bist, und ich freue mich ja, dass ich in dieser Gemeinde Pastor sein darf, weil hier darf man Mensch sein. Hier muss man kein super Frommer sein. Das sind wir auch nicht. Sondern wir sind Menschen wie du und alle anderen. Aber wir haben etwas begriffen, dass ein Gott, der uns liebt, der Ja zu uns sagt und der mit uns in dieser Welt Veränderung will zum Positiven. Transformation, ein tolles Wort. Ich wünsche euch gute Erfahrungen in dieser Woche. Und jetzt wollen wir uns Zeit nehmen, diesen Gott anzubeten, der es möglich macht, dass aus einfachen Menschen Helden werden, wie ein Martin Luther King, der es schafft, in einem der schrecklichsten Gefängnisse dieser Welt Menschen so zu verändern, dass sie in die Gesellschaft hineinwirken können, positiv. Das ist es, worauf ich setze, worum meine Hoffnung ist. Amen.